Aufschufe auf. 52, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Hessens Bürgerinnen und Bürger zeigen klare Haltung gegen rechts. Mit 54, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. AfD befürwortet Waffengewalt gegen Flüchtlinge, rechte Hetze auch in Hessen entschieden entgegentreten. 7,5 Minuten. Es beginnt der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Thorsten Schäfer-Gümbel. Bitte sehr. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Der Anlass für diese Aktuelle Stunde ist der Aufmarsch der Neonazis ausgerechnet zum Jahrestag der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten am 30. Januar in Büdingen oder vielmehr der große Bürgerprotest dagegen. Deswegen haben wir die Überschrift gewählt: Hessens Bürgerinnen und Bürger zeigen klare Haltung gegen rechts. Nach Medienberichten standen 150 Ewiggestrigen, zehnmal mehr Demokratinnen und Demokraten gegenüber. Das war ein gutes und ein richtiges Signal, denn auch heute ist offensichtlich der Schoß noch fruchtbar, aus dem der menschenverachtende Ungeist der Nazi-Ideologie kroch. Auch heute gilt der Anspruch, keinen Fußbreit den Faschisten in Deutschland. Deshalb danken wir den Bürgerinnen und Bürgern, die sich engagiert dem Aufmarsch der Rechten entgegengestellt haben, die weder eine schweigende Mehrheit noch eine qualifizierte Minderheit hinter sich haben. Und wir danken der Versammlungsbehörde, der es gelungen ist, eine Verbotsverfügung zu erlassen, um den Fackelzug zu unterbinden, die auch vor dem Bundesverfassungsgericht standgehalten hat und damit ein martialisches Auftreten der Neonazis verhindert wurde. Dafür herzlichen Dank. Und man kann nur hoffen, dass die Hetzreden, die an diesem Tag gehalten wurden, auch noch juristisch ein Nachspiel haben und konsequent verfolgt werden. Die konsequente Verfolgung ist auch die notwendige Antwort auf das deutliche Ansteigen von Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte. Die Schüsse in Dreieich, die Handgranate in Villingen-Schwenningen haben uns schockiert und zeigen, welche Gewaltbereitschaft es inzwischen zumindest bei einer Gruppe von Menschen in unserem Land gibt. Mindestens 16 Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingseinrichtungen in Deutschland 2015, so das vorläufige Fazit des Bundeskriminalamts am heutigen Morgen. Das ist Rechtsterrorismus, der als Rechtsterrorismus auch bekämpft werden muss. Ich will auch daran erinnern, dass es erst 2011 war, als der Terror der NSU öffentlich wurde. Damals haben die staatlichen Sicherheitsbehörden versagt, und wir müssen alles dafür tun, dass sich dieses nicht wiederholt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute über die politische Rechte reden, müssen wir aber auch über die geistigen Brandstifter reden. Und dann können wir zur AfD nicht schweigen. Ich will die AfD nicht mit Neonazis in einen Topf werfen, aber sie sind Rechtsradikale in Nadelstreifen, die ebenfalls unsere Demokratie gefährden. Die Umfragewerte dieser Partei sind für uns ein Alarmsignal, auch weil sie immer offener rechtsradikal werden. Wenn Frau Petry und Frau von Storch über Schüsse auf Flüchtlinge fabulieren, ist nicht nur eine Geschmacksgrenze überschritten, dann stellen sie den überragenden Verfassungsgrundsatz der Menschenwürde infrage, dann stellen sie den Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit infrage. Es ist schlicht eine perverse Vorstellung, Flüchtlinge, die vor Krieg, Hunger und Elend fliehen, als Angreifer auf unseren Staat darzustellen, auf die man schießen dürfe. Das ist so weit von jeder rechtsstaatlichen Empfinden, aber auch so weit von jeder menschlichen Regung entfernt, dass man dafür nur tiefste Verachtung empfinden kann. Die AfD zeigt damit das Gesicht der Unmenschlichkeit. Das muss man mit aller Klarheit sagen.
statt sich auf Debatten über angebliche Ultima Ratio oder mögliche oder unmögliche gesetzliche Grundlagen einzulassen. Ich will an der Stelle ausdrücklich dem Ministerpräsidenten für seine klaren und eindeutigen und auch richtigen Worte danken, die er am Dienstag ausgesprochen hätte, wenngleich ich mir gewünscht hätte, dass er ein paar Tage früher gekommen wäre. Damit, das ist nicht immer das Gleiche, es war schon auffällig, dass einige länger gebraucht haben als andere. Damit komme ich aber auch zur Frage, wie viel politischer Diskurs mit der AfD möglich ist. Wir hatten dazu in den vergangenen Tagen aus meiner Sicht eine schräge Debatte im Land. Jeder hat das Recht zu sagen, mit Leuten, die solche menschenverachtenden Positionen vertreten, setze ich mich nicht an einen Tisch, egal ob vor der Fernsehkamera oder nicht. Wie gesagt, ich verlange dazu keine generelle Regelung, würde aber auch niemandem Vorschriften machen. Aber jeder und jede hat das Recht, da eine eigene Entscheidung zu treffen. Natürlich darf man die AfD in Talkrunden einladen, zumal das eine freie und unabhängige Entscheidung von Sendern und Redaktionen ist. Aber es ist auch nicht falsch festzustellen, dass einige der vermeintlichen Crosstalker dabei gescheitert sind, die AfD zu demaskieren und ihr beizukommen. Das liegt vor allem, und das will ich ausdrücklich unterstreichen, daran, weil Vertreter dieser Partei nicht diskursfähig sind, weil sie so gefangen in ihrer engen, armseligen Welt von Vorurteilen, Hass und Minderwertigkeitskomplexen sind, dass sie mit ihnen eine vernünftige und vernunftgemäße Diskussion gar nicht möglich ist. Ich frage mich allen Ernstes, was muss das für ein trauriges Leben sein, das Leute dazu bringt, so sehr zu hassen? Wir erleben das ja momentan wahrscheinlich alle in den widerwärtigen Hassmails und Facebook-Postings. Da gibt es viele Menschen, die in einer Art politischer Parallelgesellschaft abgedriftet sind, sodass sie für Fakten und Argumente vollkommen unzugänglich geworden sind. Uns Demokraten muss wichtig sein, das Wählerpotenzial der AfD aus dieser Sackgasse zurückzuholen, aber nicht, indem wir ihnen nachlaufen. Aus der Sackgasse führt bekanntlich nur ein Weg, die Umkehr. Man muss die angeblichen Argumente der AfD widerlegen und ihre gekünstelte Selbstinszenierung als Opfer einer selbstgesteuerten Mediengesellschaft und übermächtiger, von dunklen Kräften beherrschten Systems brechen. Auch bei Rechtsradikalen in Nadelstreifen gilt deswegen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, klare Haltung. Auch Ihnen. Auch Ihnen darf kein Fußbreit Platz für menschenverachtende Ideologie gemacht werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am vergangenen Wochenende sind Nazis durch Büdingen marschiert. Sie sind durch eine hessische Stadt gezogen und haben Flüchtlinge als, Zitat, Invasoren, sozialschmarotzende Touristen, gesetzlose Primaten beschimpft. Sie haben ein klares, altbekanntes Feindbild ausgemacht. Schuld seien, ich zitiere noch einmal, die Kippa-Träger an der Ostküste. Diese Nazis wollten nicht nur durch Büdingen ziehen, sie wollten auch noch mit Fackeln durch Büdingen ziehen. Meine Damen und Herren, wenn man nicht mehr weiß, ob man im Jahr 2016 lebt oder in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, dann müssen alle Demokratinnen und Demokraten ein klares Stoppschild aufstellen. Sie müssen sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir verteidigen alle gemeinsam unsere Demokratie. Nazis haben in Deutschland und haben in Hessen keinen Platz.
Und deshalb bin ich ausdrücklich dankbar, dass sich die Bürgergesellschaft in Büdingen formiert hat, dass es eine Gegendemonstration gab und dass das in Büdingen auch ganz deutlich zum Ausdruck gebracht wurde. Wir müssen aber auch an anderer Stelle ein ganz klares Stoppschild aufstellen. Wenn aus einer rechtskonservativen Partei eine rechtsradikale Partei wird, dann sind auch alle Demokratinnen und Demokraten gefordert, zu sagen, bis hierhin und keinen Millimeter weiter. Und genau das ist bei der AfD der Fall. Die AfD ist nicht mehr die Partei des unscheinbaren Professor Lucke oder des früheren Präsidenten des Bundes der Industrie, Hans-Olaf Henkel. Ganz im Gegenteil, diese beiden bezeichnen die AfD mittlerweile als Monster. Wörtliches Zitat. Es ist die Partei, in der mittlerweile Herr Höcke, Frau Petri und Frau von Storch den Ton angeben. Der eine und auch Herr Gauland. Der eine erzählt über eine völkische Reproduktionsstrategie. Die andere macht Merkels Sturmtruppen, Zitat, für Angriffe auf ihr Wahlkreisbüro verantwortlich. Und die dritte ist der Meinung, man solle auf Flüchtlinge an der Grenze schießen. Das ist eine andere Partei geworden. Das ist eine rechtsradikale Partei geworden. Und genau das müssen wir benennen und den Menschen klarmachen. Die AfD ist nicht mehr eine Partei, die irgendwie Kritik am Euro oder an der Europäischen Union hat. Die AfD ist eine Partei, die sich gegen alles wendet, was Europa ausmacht, gegen Freiheit, gegen Mitmenschlichkeit und gegen ein friedliches Europa der offenen Binnengrenzen. Die AfD ist nicht mehr die Partei, für die die Würde jedes Menschen gilt. Die AfD ist eine Partei, für die die Würde des Menschen an der Grenze mit dem Schießbefehl endet. Es ist keine demokratische Partei mehr. Meine Damen und Herren, ich will ausdrücklich unterscheiden zwischen der Partei der AfD und denjenigen, die mit dem Gedanken spielen, diese Partei zu wählen. Ich glaube, diese Unterscheidung ist wichtig. Es gehört selbstverständlich zu unserer Demokratie, wenn sich Menschen angesichts einer rasant wandelnden Welt fragen, wo bleibe ich da? Welche Antworten gibt es? Es gehört dazu, dass Menschen sich nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen sehnen. Aber wir müssen diesen Menschen sagen, die AfD hat keine Antworten auf die Fragen. Ja, es ist noch viel schlimmer, die AfD will die Probleme in unserem Land gar nicht lösen. Denn wie hat der stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD gesagt, Krisen sind ein Geschenk für unsere Partei. Dieser Partei geht es nicht um die Lösung von Problemen. Sie will Krisen heraufbeschwören, um ihr parteipolitisches, ihr rechtsradikales Süppchen darauf zu kochen. Es gehört selbstverständlich zu unserer Demokratie, mit Parteien zu sympathisieren, die konservativer sind als die CDU. Aber, meine Damen und Herren, jedem, der AfD wählt, muss klar sein, er wählt keine rechtskonservative Partei, sondern er wählt eine rechtsradikale Partei. Und das sollten sich alle zweimal überlegen, die mit der AfD sympathisieren. Und es gehört selbstverständlich zu unserer Demokratie, Parteien einen Denkzettel verpassen zu wollen. Aber, meine Damen und Herren, wer AfD wählt, der verpasst keinen Denkzettel, sondern der unterstützt mit seiner Stimme eine Partei, die auf Menschen an unseren Grenzen schießen lassen will, die auf Frauen, auf Kinder schießen lassen will. Das sollte keiner mit seiner Stimme bei Wahlen unterstützen wollen. Es gehört zur Rhetorik der AfD, wie bei allen rechtsradikalen Parteien, dass sie sich als Volkesstimme geriert. Als Volkesstimme.
Und deshalb ist es so wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger bei Wahlen sagen, nein, diese AfD spricht nicht für uns, diese AfD unterstützen wir nicht. Wir zeigen bei Wahlen, dass die AfD nicht Volkes Stimme ist, sondern dass wir die AfD nicht wollen. Das müssen wir bei Wahlen zeigen, meine Damen und Herren. Die selbsternannte Alternative für Deutschland, sie ist keine Alternative. Schon gar nicht ist diese Partei für Deutschland. Diese Partei ist nichts anderes als eine weitere rechtsradikale Partei, die alle Demokratinnen und Demokraten bekämpfen sollten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist richtig und auch wichtig, dass wir uns heute auch mit der AfD und rechten Aufmärschen befassen. Denn wir müssen gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten alles tun, damit wir diejenigen, die für gute Argumente noch erreichbar sind, vor den anstehenden Wahlen und darüber hinaus erreichen können. Mit der AfD lösen sich keine Probleme. Nein, sie verschärfen sich. Wir müssen alles daran setzen, klarzumachen, dass es folgenschwer ist, diese Truppe aus Protest stark zu machen, die statt Lösungen im Wesentlichen nur Hass und Hetze bietet. Die AfD hat zwei Gesichter. Das eine ist erzkonservativ und neoliberal. Im Westen sind das zumeist gut situierte Männer um die 70. Sie wollen einen autoritären Nationalstaat, der soziale, freiheitliche und ökologische Errungenschaften wieder zurückdreht. Laut dem Europaprogramm der AfD soll z. B. der Mindestlohn wieder abgeschafft werden, obwohl er nach über 10 Jahren Kampf Millionen von Niedriglöhnern endlich ein wenig hilft. Im Programm der AfD Baden-Württemberg wird der Klimawandel geleugnet und das Weiterlaufen der Atomkraftwerke gefordert. Das kennt man in dieser Radikalität eher von der Tea Party-Bewegung in den USA und von dem, wie ich finde, asozialen US-Milliardär Donald Trump. Die AfD möchte auch, dass die Erbschaftssteuer abgeschafft und die Steuern für Reiche gesenkt werden. Ihr Familienbild ist nicht nur ein bewusst antisoziales und antiökologisches Programm, sondern es ist auch antifreiheitlich. Denn in Polen und Ungarn, wo die Politik der AfD leider längst in der Regierung angekommen ist, kann man dies schon einmal betrachten. Medien, Verfassungs- und Freiheitsrechte werden übel beschnitten. Beide Länder erfüllen heute nicht mehr die Standards und Grundsätze, die innerhalb der EU gelten sollten. Juden, der Islam, Homosexuelle, Abtreibung, die Presse, die EU – es gibt wenig, das nicht zum Feindbild der AfD taugt. Und es ist auch kein Zufall, dass unter AfD- und Pegida-Anhängern die Zustimmung für das autoritäre Russland groß ist und umgekehrt Russland rechte Bewegung in Europa unterstützt. Wo der eine Teil der AfD aber nur einen autoritären Nationalstaat à la Deutsches Kaiserreich präferiert, steht die andere AfD noch einen Schritt weiter. Sie steht bereits knietief im braunen Sumpf. Die jüngsten Äußerungen von Frauke Petry zum Waffeneinsatz gegen Flüchtlinge machen eines deutlich. Gewalt gegen Flüchtlinge gilt bei der AfD als legitim. In der Version von Frau Storch ausdrücklich auch Gewalt gegen Frauen und Kinder. Wer nun denkt, das haben die bestimmt nicht so gemeint, der muss wissen, genau diese Forderung wurde schon im letzten Jahr von Markus Brezel, dem AfD-Chef in Nordrhein-Westfalen, aufgestellt. Er forderte Wasserwerfer, Tränengas und Schusswaffen gegen Flüchtlinge einzusetzen.
Er hat das nie zurückgenommen. Und der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende, Herr Gauland, hat vorgestern in Frankfurt in der Veranstaltung selbst dazu erklärt, man solle nicht auf den Schusswaffengebrauch an der Grenze bestehen als AfD. Schließlich solle man sich nicht auf Themen stürzen, bei denen die AfD schlecht aussieht. Es geht also nur um ein taktisches Verhältnis in dieser Frage und keine ehrliche Distanzierung von diesen, wie ich finde, ungeheuerlichen Aussagen. Und deshalb müssen wir dies auch in die Öffentlichkeit tragen und klarstellen. Das, was dieser Teil der AfD formuliert, sind keine Ausrutscher. Das meinen die in der Tat ernst. Sie mobilisieren gezielt die militante Rechte unter ihrem bieder kleinbürgerlichen Deckmantel immer unverhohlener gegen Ausländer und Andersdenkende. Es geht ihnen nicht um Differenzierung, sondern um Feindbilder. Für diese AfD sind Homosexuelle krank, sind Linke, Liberale und Muslime Volksschädlinge, sind Politiker allesamt Volksverräter. Das hatten wir doch schon einmal. Wer sich gefragt hat, wie die Nazi-Bewegung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand, der kann, fürchte ich, gerade die Geschichte live erleben, indem er sich diesen Teil der AfD genau anschaut. Zum Beispiel in Leipzig, wo parallel zu einer AfD-Demonstration hunderte Nazi-Hooligans den alternativen Stadtteil Leipzig-Konnewitz in Schutt und Asche legten. Oder beim Thüringer AfD-Chef Höcke, der die Nähe zur NPD sucht und ernsthaft Homosexuelle zählen und erfassen lassen will. Viele glauben, dieser Spuk ginge schnell wieder vorbei. Ich fürchte, sie irren. Viele glauben auch, die Verschärfung in der Flüchtlingspolitik und eine weitere Aushöhlung des Asylrechts, damit die AfD klein halten zu können. Ich fürchte, das ist eben ein Trugschluss. Denn im Zweifel, meine Damen und Herren, wählen doch die Bürgerinnen und Bürger, die solche Politik wollen, das Original und nicht die Kopie. Es ist deshalb unsere Aufgabe als Demokratinnen und Demokraten, trotz aller inhaltlicher Differenzen unsere Grundrechte und demokratischen Werte offensiv zu verteidigen. Wir sind aufgerufen, die Absurdität der Deutschnationalen in der AfD zu entlarven und uns ihren faschistoiden Fußtruppen offensiv in den Weg zu stellen. In Wiesbaden waren 10.000 Menschen auf der Straße, bevor Pegida überhaupt Fuß fassen konnte. In Frankfurt und Kassel haben sich ihnen viele ebenfalls erfolgreich in den Weg gestellt, so auch wie letzten Samstag in Büdingen. In Bad Homburg tritt heute Abend um 19 Uhr der stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, für einige ein guter Bekannter aus alten Zeiten, auf. Gemeinsam mit vielen aufrechten Menschen werde ich dagegen demonstrieren. Und ich lade alle Abgeordneten aus dem Hochtaunuskreis, auch Sie, Herr Bellino, dazu ein, mitzumachen. Deshalb sage ich, Christentum meint Nächstenliebe. Christentum meint Nächstenliebe und nicht Hass auf den Islam, auf Ausländer und Andersdenkende. Politik muss gegen Fluchtursachen kämpfen und nicht gegen Flüchtlinge. Wir brauchen sozialen Ausgleich und Friedensstifter statt noch mehr Hass, soziale Kälte und nationale Aggression. Faschismus. Herr Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Mein Schlusssatz, Herr Präsident. Faschismus war keine Meinung und ist keine Meinung. Faschismus ist und bleibt ein Verbrechen. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Manfred Pentz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte beginnen mit einem Zitat unseres damaligen Innenministers Volker Bouffier, der bereits 2010 sagte, wir müssen zeigen, dass wir Extremisten in Hessen keinen Raum lassen. Wir müssen uns stärker vernetzen, um das wichtigste Ziel zu erreichen, dass wir glaubwürdig und kompetent an die herantreten, denen wir Orientierung bieten müssen.
Schon vor Jahren haben wir Christdemokraten die Gefahren des Extremismus ernst genommen und kämpfen seitdem entschlossen dagegen, dass Menschen in die Gewalt, den Fremdenhass oder den Extremismus abdriften. Meine Damen und Herren, ich spreche hier nicht nur von rechtem Extremismus. Auch der linke Extremismus stellt ein großes Problem dar. Ja, also, wenn Sie nach den Ereignissen um die EZB in Frankfurt hier lächeln und lachen, Frau Wiesler, dann ist das Ihr Problem. Ich nehme das hier so zur Kenntnis. Und im Übrigen, liebe Frau Wiesler, wie nah die Kommunisten und die AfD sich sind, das sehen Sie am besten Beispiel des DKP-langjährigen Mitglieds Robert Fahle, der dieser Tage in die AfD eingetreten ist und in Sachsen-Anhalt dort für die AfD kandidiert. Aber lassen Sie mich zurückkommen. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Herr Kollege Schmidt, auch Sie können. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um etwas Ruhe in der Aktuellen Stunde. Der Kollege Pentz hat das Wort. Diese Koalition hat gehandelt und so beispielsweise im Jahr 2014 das erste landesweite Präventionsnetzwerk gegen Salafismus in Deutschland eingerichtet. Wir haben durch den Haushaltsplan 2016 zusätzlich 200 Stellen für Polizeibeamte und 100 neue Stellen für die Wachpolizei geschaffen. Wir haben die operative Ausrichtung des Verfassungsschutzes gestärkt und das Landesamt für Verfassungsschutz um 50 Stellen erweitert. Wir haben in Wiesbaden die Aktion Lies das für unzulässig erklärt, die durch manipulierte Korane von Salafisten verteilt wurden. Mit dem Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus setzen wir den Koalitionsvertrag mit unserem Koalitionspartner, den GRÜNEN, konsequent um. Meine Damen und Herren, wir haben die Beratungsstelle Hessen religiöse Toleranz statt Extremismus im Violence Prevention Network eingerichtet. Deswegen, meine Damen und Herren, diese Maßnahmen sind nur ein Auszug dessen, was wir Christdemokraten in Hessen in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht haben. Wir haben all jenen, die zum linken und zum rechten Extremismus abdriften, klare Antworten gegeben, aber eben auch eine helfende Hand. Denn eines ist klar, wir Christdemokraten, was uns ausmacht, unser Bekenntnis zum christlichen Wertefundament, für uns ist jeder Mensch ein Geschöpf Gottes und mit Freiheit sowie unveräußerlicher Würde ausgestattet. Gleichzeitig darf diese Freiheit jedoch nie auf Kosten anderer gehen. Deshalb gehört für uns Freiheit und Verantwortung untrennbar zusammen. Und weil wir dies so ernst nehmen, dürfen wir nicht zulassen, dass Extreme und Populisten unser Land und die Menschen, die ihn im Leben gefährden, sei es durch Taten, sei es durch Worte. Die Aussagen der AfD Chefin Frauke Petry, man solle Schusswaffen an den Grenzen einsetzen, um die Flüchtlinge von der Einreise abzuhalten, hat mich und sicherlich alle Demokraten zutiefst erschüttert. Ein Schaudern muss durch die Bevölkerung gehen. Alleine die Vorstellung, dass eine Partei befürwortet, auf Kinder und deren Eltern, die vor Krieg und Terror geflohen sind, zu schießen, entbehrt jeglicher Vorstellungskraft. Meine Damen und Herren, bisher gab es dieses Vorgehen nur einmal in der deutschen Geschichte, und wir wollen alle dafür kämpfen, dass es nie wieder dazu kommt. Eine flüchtende Frau mit Kind an der Grenze als Bedrohung zu sehen, lässt tief blicken. Jedem aufrechten Demokraten muss klar sein, was er tut, wenn er diese Partei wählt. Frau Petry und diese Führungsgestalten der AfD haben keine Antworten oder Vorschläge. Sie hatten sie übrigens auch damals beim Euro nicht.
und Sie haben sie nicht bei der globalen Bewältigung einer großen Herausforderung. Und deshalb müssen die Menschen wissen, was sie tun, wenn sie AfD wählen. Sie müssen wissen, welche Gestalten hinter dieser Partei stehen und welche Ideologien diese Gestalten verfolgen. Diese Partei setzt sich nicht zum Wohle unseres Landes ein. Sie setzt sich nicht für eine erfolgreiche und friedliche Zukunft der Menschen in einem freien und sicheren Land ein. Diese Partei darf nicht Verantwortung tragen, weder im Bund, noch im Land, noch in unseren Kommunen. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir Christdemokraten sind die Partei der inneren Sicherheit. Wir stehen für eine wehrhafte Demokratie. Wir lieben unser Land, und wir werden es nicht zulassen, dass üble Hetzer und Demagogen all das gefährden, für was dieses Land steht. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Florian Rentsch, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, es ist ein richtiges Zeichen, wenn das Hessische Parlament an einem solchen Tag klarmacht, dass es gegen Populisten einen Schulterschluss sucht und dass man in solchen Zeiten, wo auf Politik wirklich große Herausforderungen hinzukommen, dass man da nicht nur mit einfachen Antworten agieren kann. Und deshalb, wer sich die sogenannte Alternative für Deutschland anschaut und deren Struktur, muss schon feststellen, und das vielleicht auch einmal an große deutsche Zeitungen, die ja in Leitkommentaren immer noch in einer Debatte sind, ob das die rechtskonservativ-intellektuelle Partei ist, die von einer Euro-Debatte jetzt in die Frage gekommen ist, sozusagen, wie sich Deutschland weiterentwickeln kann. Nein, es ist nicht mehr die Partei von Herrn Lucke und anderen, sondern es ist eine Partei, in der Menschen übrig geblieben sind, die mit einer Frage von Rechtskonservativismus, finde ich jedenfalls, wenig zu tun haben. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, dass wir dieser Partei ein bisschen auch den Boden nehmen, woraus sie ihre Energie zieht, nämlich aus Verschwörungstheorien. Das, was wir erleben, ist ja, dass die AfD an vielen Stellen versucht, und ich habe das ja in Diskussionen auch in den letzten Monaten immer wieder gemerkt, mit Darstellung von Sachverhalten, die Halbwahrheiten oder gar keine Wahrheiten beinhalten, Menschen zu verunsichern und ihnen dann zu suggerieren, sie hätte Antworten auf möglicherweise Probleme, die so teilweise nicht bestehen, aber auch auf Probleme, die bestehen. Und ich glaube, deshalb sind wir auch aufgefordert, bei allen Debatten, die wir hier führen, zu differenzieren zwischen den AfD-Politikern und den Menschen, die zurzeit aus Sorge, was auch immer sie treibt, sich als Wähler bei der AfD versammeln wollen. Und ich glaube, da muss differenziert werden. Wir sehen ja, wo die Wähler herkommen, die zurzeit zur AfD strömen. Da sind alle großen, kleineren deutschen Parteien dabei, sage ich ganz offen. Also alle sollten sich Gedanken machen, warum ist das so? Warum wenden sich Wähler von den etablierten Parteien ab? Und deshalb glaube ich, ist es richtig, dass wir auch um den richtigen Weg streiten, wenn es um die Frage von Transparenz bei der Debatte der letzten Monate geht, wie man mit solchen Sachverhalten umzugehen hat. Und deshalb Verschwörungstheorien werden letztendlich gespeist aus Intransparenz, und wir sind aufgefordert, als Demokraten diesen Verschwörungstheorien den Boden zu nehmen, meine Damen und Herren. Das ist, glaube ich, ein sehr zentraler Punkt. Ich will offen sagen, dass das, was wir an Ideologie mittlerweile bei der AfD erleben, ja eine Struktur von völkischen Theorien ist. Also man sollte sich das mal wirklich anschauen, was dort mittlerweile verbreitet wird. Und ich bin beim Kollegen Wagner, der zu Recht gesagt hat, dass was Herr Gauland letztendlich als Grundlage für den Erfolg seiner Partei beschreibt, nämlich eine Krise, in der Deutschland ist, wenn eine solche Partei sozusagen Krisen als Energieschub braucht, um sich selbst zu etablieren, dann muss man sagen, ist sie nicht am Wohl dieses Landes interessiert, sondern nur am Wohl ihrer eigenen Partei. Und da, glaube ich, müssen Demokraten definitiv gegeneinander zusammenstehen.
Es ist ja schon interessant, wenn man die Person Gauland sieht, wie ein Mann, der, ich glaube, im linksliberalen Spektrum der Union anzusiedeln war, eine solche Wandlung vollzieht. Was ihn treibt, ich habe jetzt den Artikel in der FAZ gelesen, den ich spannend fand, was ihn treibt, kann man nicht richtig nachvollziehen, welche Ereignisse in seinem Leben ihn dorthin gebracht haben. Ich glaube, dass seine Positionierungen damals eher revolutionär waren. Herrn Wallmann in der den damaligen Ministerpräsidenten sozusagen sowohl als Oberbürgermeister und dann auch als Ministerpräsidenten mit zu positionieren. Ich glaube, das war ja auch für die Parteienstruktur in Hessen eher überraschend und interessant, wie sich das damals entwickelt hat. Fakt ist aber, dass das, was Herr Gauland mittlerweile ausmacht, eigentlich nur noch als indiskutabel zu bezeichnen ist. Und ich glaube, wenn man jetzt die Debatte sieht, gibt es für mich noch einen zentralen Punkt, der mir wichtig ist. Der Ministerpräsident hat das, finde ich, zu Recht gesagt, auch gestern bei seiner Rede beim Handwerk, aber auch in seiner Presse, bei seinem Pressestatement, wie wir mit der AfD umzugehen haben. Aber eines rate ich uns trotzdem gemeinsam. Wir sollten keine Chance auslassen, auch in Debatten mit der AfD und nicht nur über die AfD, diese inhaltlich zu stellen. Weil eins darf uns nicht passieren. Eins darf uns nicht passieren. In einer solchen Situation, dass der Eindruck entsteht, wir würden quasi mit staatlichen Organen versuchen, eine Diskussion totzumachen, die ja so berechtigt sei, nach dem Motto, das wird man doch einmal sagen dürfen. Nein, ich glaube, wir sind alle gut beraten, und ich glaube, jeder hier in diesem Parlament ist auch in der Lage, sich inhaltlich argumentativ mit der AfD auseinanderzusetzen und sie inhaltlich zu stellen, und das sollten wir auch angehen. Und deshalb bei Fernsehdebatten, ich traue jedem Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, jeder demokratischen Partei und auch in Baden-Württemberg zu, in einer inhaltlichen Debatte die Kollegen der AfD zu stellen und darauf zu achten, sozusagen, was dort vorgetragen wird, und zu schauen, dass man auch Alternativen dazu aufzeigt, im wahrsten Sinne des Wortes, und nicht nur diese plumpen Parolen, die wir von der AfD in den letzten Monaten gewohnt sind. Und deshalb, ich kann nur raten, wenn wir in die Diskussion kommen, und sie wird ja kommen, dass wir auch in Hessen im Rahmen der Wahlkämpfe, die jetzt anstehen, nächstes Jahr Bundestagswahlkampf und danach der Landtagswahlkampf, wenn es Veranstaltungen gibt, ich kann für meine Person nur sagen, ich habe kein Problem mehr, dann soll die AfD eingeladen werden, wir diskutieren mit denen, und ich bin mir sicher, dass zum Schluss diejenigen sich durchsetzen, die nachhaltig die seriösen und besseren Argumente haben und nicht nur die, die populistische Theorien vertreten, meine Damen und Herren. Da haben wir definitiv einen Vorteil. Und deshalb abschließend, dieses Parlament ist schon gut beraten, deshalb bin ich den Kollegen auch dankbar, bei solchen Situationen, auch bei Nazi-Aufmärschen, klare Zeichen zu setzen. Das, was diese Demokratie durchmacht, und auch wenn wir hier heftig streiten, das ist ja bekannt, aber das ist auch der Ort dafür, um heftig zu streiten, aber auch dann letztendlich auch die Situation so zu organisieren, dass das und diejenigen, die Verantwortung tragen, und hier haben im Haus fast alle Fraktionen schon einmal Regierungsverantwortung getragen, dass diese dann auch zeigen, dass sie in der Lage sind, in schwierigen Situationen auch zu agieren. Ja, wir streiten um den richtigen Weg. Das ist auch, denke ich, definitiv der richtige parlamentarische Weg. Aber Fakt ist, wir sollten gemeinsam zusammenstehen, wenn an den Rändern dieser Republik versucht wird, die Demokratie, wie wir sie haben, in diesem Lande zu bekämpfen. Und das, glaube ich, ist einer der zentralen Punkte. Insofern sollten wir gemeinsam dafür arbeiten, dass wir der AfD ihre Verschwörungstheoriestruktur nehmen, durch Transparenz, durch auch agitieren gegen eine solche Politik. Und ich glaube, dieser Landtag ist ein Beispiel dafür, dass Demokratie sich definitiv lohnt, auch wenn sie manchmal von außen nicht immer nur gelobt wird. Ich glaube, es ist die beste Form, die es auf der Welt geben kann, wie Menschen miteinander umzugehen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Hessen darf es keinen Platz geben für Ausgrenzung, für Gewalt und für Hass. Das muss immer gelten. Das muss in alle Richtungen gelten. Und wenn wir heute Morgen Gelegenheit nehmen, das einmal wieder zu bestätigen, möglichst über alle Reihen, dann tun wir das nicht aus Angst vor der AfD, sondern wir tun es aus Überzeugung, dass in einer freiheitlichen Demokratie, egal von welcher Seite, an diesem Grundfundament nicht gerüttelt werden darf. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe, immer, nicht nur vor Wahlen, zu jeder Zeit, auch dann, wenn es schwierig ist, deutlich und klar zu machen. Eine freiheitliche Demokratie
muss ertragen auch den Widerspruch. Sie muss ertragen auch die Feinde der Demokratie. Sie muss aber nicht sprachlos sein, und sie muss vor allen Dingen die Gemeinschaft der Demokraten in den Mittelpunkt rücken. Die Debatte führen wir nicht aus Angst wegen, sondern aus Sorge für die freie Demokratie und für unser Land. Und genau das ist der Grund, warum wir das machen. Deshalb freue ich mich, dass z. B. in Büdingen es gelungen ist, zu zeigen, dass Menschen nicht gleichgültig diesem Treiben zuschauen, dass sie sagen, was sie davon halten, dass es uns gelingt, auch in einer schwierigen Situation deutlich zu machen, wo die Grenzen verlaufen. Und meine Damen und Herren, es gab ja eine große Übereinstimmung hier. Und ich kann das für die Landesregierung nur unterstreichen. Und Sie, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, haben auch davon gesprochen. Ja, ich habe es sehr deutlich gemacht, und ich tue das heute wieder für die ganze Landesregierung, dass es Situationen gibt, wo man ganz besonders deutlich sich artikulieren muss. Und Sie haben in Ihren Beiträgen ja auch alle ein wenig differenziert zwischen der Führung, zwischen denen, die da hineingerutscht sind, und den Wählerinnen und Wählern. Das ist immer klug. Aber wir haben auch eine politische Führungsaufgabe. Und dann kann man nicht schweigen, wenn an der Spitze einer Partei, es ist mir relativ wurscht, ob die abgeklitten sind oder nicht, nicht nebenbei und nicht durch unglückliche Formulierung, sondern nach meiner Überzeugung durch ganz bewusste Provokation alle Grenzen des Anstandes überschritten wurden. Das, meine Damen und Herren, tut nicht. Die AfD hat sich entlarvt als eine Organisation, die in einer Mischung aus Angst, folgend Abgrenzung, folgend Ausgrenzung und der sprachlichen Ebnung, dass doch dann man gegebenenfalls sich auch wehren muss, einen Rubikon überschritten. Diese Mischung ebnet verbal den Weg zur Gewalt. Und wer diesen Weg ebnet, der nimmt bewusst auch in Kauf, dass aus Worten Taten werden. Und genau das muss verhindert werden. Das ist nicht nur unanständig, das ist gefährlich, und ganz und nicht zuletzt schadet es unserem Land und dem Ansehen unseres Landes in der Welt. Es ist mehrfach gesagt worden, die AfD ist jetzt die zweite Partei nach der SED, die den Schießbefehl für richtig hält. Meine Damen und Herren, ich sage es sehr deutlich, auch eingedenk eines Erlebnisses von gestern Abend, über das ich berichten will. Eine solche Partei ist für jeden aufrechten Demokraten unwählbar, meine Damen und Herren. Ich hatte gestern Abend eine Veranstaltung, wo es auch um die Fragen ging, die uns alle tagtäglich bewegen. Ich habe sehr deutlich meine Meinung gesagt. Anschließend kam ein älterer Herr zu mir, sichtlich aufgebracht. Sie grenzen mich aus. Das lasse ich mir von Ihnen nicht gefallen. Wir stehen auch für dieses Land. Und ihr habt versagt. Ich habe den Mann reden lassen. Er hat überhaupt keinen Sinn gehabt, seine Erregung so abzustoppen. Ich habe ihn erst einmal reden lassen. Und dann habe ich gesagt, ich muss akzeptieren, dass Sie das so sehen. Ich habe eine Frage an Sie. Sind Sie auch der Auffassung, dass auf Nachfrage z.B. Frau von Storch erklärt, na ja, auf Kinder vielleicht nicht, aber auf Frauen schon darf man schießen? Das hat ihn irritiert. Und dann hat er gesagt, das hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist nicht mein Thema.
war eine unangenehme Begegnung für beide. Aber ich habe mich entschieden, ihr nicht auszuweichen, weil ich glaube, dass wir beides tun müssen. Das, was diesen Mann bewegt, wie viele andere auch, das dürfen wir nicht ignorieren. Aber ich empfehle uns, trotzdem zu konfrontieren, diejenigen, die glauben, dass das eine politische Lösung sei, dass diese Partei eine bessere Lösung für unser Land sei, nicht zu ersparen, die Konfrontation mit diesen Grenzüberschreitungen. Und deshalb bin ich auch bei denen, die die Auffassung vertreten, man muss sie stellen. Und ich bin froh, dass diese Posse um die spannende Frage, wer denn im Fernsehen mit wem diskutiert, irgendwie doch gelöst wurde. Meine Damen und Herren, wenn wir nicht die Kraft haben, dorthin zu gehen, wenn wir nicht die Kraft haben, auch mit denen, die wir in jeder Hinsicht nicht mögen und deren Positionen wir verabscheuen, sie zu stellen, dann überlassen wir ihnen nicht nur die Bühne, sondern viel schlimmer, dann betreiben wir ihr Geschäft, weil sie dann sagen werden, seht ihr, die haben sogar Angst vor uns, und sie haben keine Argumente. Und wir haben die besseren Argumente. Deshalb stellen wir sie. Und das Zweite, auch darüber müssen wir reden. Wir dürfen nicht in Beschwörungsformeln sozusagen uns erschöpfen. Wir reden heute wieder unter uns. Ein Großteil der Menschen, die wir meinen, nimmt an dem hiesigen Diskurs in gar keiner Weise teil. Ein Blick in die sozialen Netzwerke offenbart Ungeheuerliches. Es offenbart Schändliches, ungebremsten Hass, Ungezügeltes. Man könnte das, wie der Bundespräsident das genannt hat, als Dunkeldeutschland bezeichnen. Meine Damen und Herren, es muss uns aufrütteln. Wir erreichen viele Menschen nicht mehr. Unsere Debatten, diese habituellen Geschichten, die wir hier drei Tage machen, erreichen viele Menschen überhaupt nicht. Daran immer wieder zu arbeiten, dass wir das nicht vergessen und die Menschen erreichen, die wir eigentlich erreichen müssen, das ist auch Teil der Aufgabe. Es wird Menschen geben, die wir nicht mehr erreichen als Demokraten. Das ist bedauerlich, aber da sollte man sich nichts vormachen. Aber diejenigen, die auf dem Weg sind, Vertrauen zu verlieren und deshalb dort bei ihrer nachvollziehbaren Sehnsucht nach einfachen Lösungen glauben, dort anzukommen, um die muss es uns gehen. Jede Gesellschaft hat extreme Ränder, alle. Und unsere Aufgabe muss es immer sein, diese extremen Ränder so klein wie möglich zu halten. Und deshalb, die Ideologen, die Scharfmacher, denen müssen wir entgegentreten, die werden wir nie überzeugen. Aber wir müssen ihnen klar die Grenzen zeigen. Was uns aber genauso gelingen muss, ist diejenigen, die im Zweifel sind, die sozusagen vom etablierten politischen Angebot nicht mehr erreicht werden, wieder zu erreichen. Im Sommer hatte die AfD 2%. Und alle klugen Kommentatoren haben bereits die Nachrufe geschrieben. Und in so kurzer Zeit stellen wir fest, dass sie ein Sammelbecken für Protest, für Frustration und sicherlich auch für manche Überzeugungsleute ist. Und deshalb denke ich, meine Damen und Herren, neben dem klaren Bekenntnis, wo die Grenzen verlaufen, muss uns auch immer klar sein, wenn es nicht ritualisiert, beschwörend nur unter uns Wirkung entfalten soll, müssen wir auf der einen Seite klare Striche ziehen und klar machen, was geht und was nicht geht. Wir müssen zum Zweiten die Menschen, die im Zweifel sind, davon überzeugen, dass wir in der Lage sind, ihre Sorgen und Nöte ernst zu nehmen und dass wir in der Lage sind, Herausforderungen und Probleme zu lösen. Sie nur zu beschreiben, wird diese Menschen nicht beeindrucken. Niemand wird bestreiten können, dass schwierige Herausforderungen, dass globale Herausforderungen, dass vielfach verschränkte Dinge viele Menschen irritieren.
Der Wunsch nach einfachen, nach klaren Lösungen, den kennen wir doch alle. Unsere Antworten sind häufig komplizierter, weil die Welt auch komplizierter ist. Und trotzdem müssen wir sie immer wieder geben. Wir haben im vergangenen Jahr im Dezember gemeinsam hier in Hessen ein Zeichen gesetzt. Mit unserem Aktionsplan, und darauf dürfen wir alle sehr stolz sein. Hessen ist das einzige Land, in dem wir nicht nur ein Programm für die Aufnahme von Flüchtlingen gemacht haben, sondern bereits damals ein Programm für die Aufnahme von Flüchtlingen und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Diesen zweiten Teil finden Sie in keinem anderen Programm. Damit haben wir doch zum Ausdruck gebracht, dass wir wissen, dass das Ganze mehr sein muss als die Vermeidung von Obdachlosigkeit, dass es mehr sein muss als eine Willkommenskultur, sondern dass wir auch eine Idee haben müssen, wie wir die Herausforderungen so lösen, dass alle Menschen hier eine Zukunft haben, die friedlich und erfolgreich ist. Unsere Antwort ist nicht die einfache Lösung, aber sie ist die richtige. Dafür zu werben, ist mindestens genauso wichtig wie der klare Strich gegenüber denjenigen, die man in einer Demokratie zwar ertragen muss, aber nicht widerspruchslos. Und deshalb ist es gut, dass wir heute Morgen ein eindeutiges Zeichen geben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Damit sind die Punkte 52, Antrag der SPD, Aktuelle Stunde, und 54, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Aktuelle Stunde, erledigt. Bevor wir weiter in der Tagesordnung gehen, darf ich Ihnen noch mitteilen, dass jetzt verteilt ist der Dringliche Antrag der Fraktion der FDP betreffend Asylpaket II zügig verabschieden. Das ist die Drucksache 19-3106. Dringlichkeit wird bejaht. Dieser Dringliche Antrag wird Tagesordnungspunkt 64. Und wir werden ihn nach dem Top 56 aufrufen und ohne Aussprache abstimmen, wenn Sie dem zustimmen. Ja? Dann ist eingegangen an Ihren Plätzen verteilt Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE und der Abg. Öztürk betreffend keine weitere Aushöhlung des Asylrechts, Maghreb-Staaten nicht als sichere Herkunftsstaaten einstufen. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht? Auch das ist der Fall. Dann wird dies Top 65 und wird ebenfalls nach 56 aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt. Dann ist noch eingegangen und verteilt ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Abstimmung im Bundesrat über sichere Herkunftsstaaten, Drucksache 19-3108. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dieser Dringliche Antrag wird Top 66 und, wenn keiner widerspricht, auch nach Top 56 aufgerufen und ohne Aussprache abstimmen. Ja, Herr Kollege Schau, zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, wir beantragen zum Top 65, also unserem Dringlichen Antrag, die namentliche Abstimmung. Also, das halten wir einmal fest zum Antrag. Zum Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE und der Abg. Öztürk, das ist der Tagesordnungspunkt 65, wird namentliche Abstimmung beantragt. Das halten wir fest. Nachher denkt bitte dran. Gut. Kollege Rock zur Geschäftsordnung. Drück erst einmal drauf. Herr Präsident, dann mache ich das jetzt auch gleich hier. Wir beantragen auch für Top 64 namentliche Abstimmung. Dann ist auch für 64 namentliche Abstimmung noch jemand. Herr Kollege Bellino weist darauf hin, dass CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN auf eine namentliche Abstimmung verzichten. Das halten wir auch fest. Also, wir halten ja alles fest inzwischen, und dann sehen wir weiter. Gut, sind wir uns jetzt einig, wie das weitergeht? Offensichtlich. Dann machen wir das auch so.